Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior. Ich sage, ich habe immer, wenn ich dieses Spiel spiele, denke ich an Battlefield. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, wir waren jetzt auf dem Weg quasi zu unserer Mission und sind jetzt hier in diesem System Bettendorf. Stimmt, das ist echt ein komischer Name. Bettendorf. Das ist ein Scheißname. Bettendorf 5, 6, 8. Fällt mir jetzt erst auf. Ja, gut. Scheiße. Wir haben ja drei Verteidigungsmissionen. Ich würde eine nehmen oder eine machen wollen und dann fliegen wir quasi weiter. Ich zeige euch mal nochmal, wo wir sind. Wir waren da letztes Mal auf dem Schwarzmarkt. Da war ich am Überlegen, ob ich diesen Mac kaufe. Hab's dann doch nicht getan. Ich dachte mir, wir machen hier eine Mission. Und vielleicht hier nochmal und springen mal hier rein in dieses, diesen K Industrie, Tripoli. Paris, na gut. In diese, Knotenpunkte und da mal, oh, da gibt es ein System, das heißt Ludwig. Das sind doch komische Namen. Bettendorf. Also die Leute, die das Spiel gemacht haben, wissen wahrscheinlich nicht, was Betten und Dorf bedeutet, aber naja. Gut. Aufträge. Die sind sogar alle ähnlich, ne? Von der Summe her. Ein Schutzengel für die Verwundeten. Das Herzstück halten. Zuflucht oder Trümmer. Wir spielen jetzt mal ein Schutzengel für die Verwundeten. Ja, aber wir sind ja mit dem befreundet. Das ist ja auch ganz gut. Das heißt, wir haben ja genug Punkte, um da reinzuballern. So, alle Punkte verteilt. Nehmen wir an. 160 haben wir noch nicht. Starten wir mal. Ich bin bereit. Das ist immer noch verschoben. Liegt am Spiel. Also ich habe jetzt schon letztes Mal wieder ein Grafikkarten-Update und bei anderen Spielen habe ich es definitiv nicht. Naja. Ja, und sorry, dass ich schon wieder ein paar Tage kein Video rausgebracht habe. Wie das halt manchmal so ist, ne? Im Real Life, im fucking Real Life, viel zu tun, beruflich und privat. Da habe ich abends nicht mehr geschafft, noch irgendein Video aufzunehmen. Man ist auch irgendwann mal froh, schön auf der Couch zu liegen. Und keine Ahnung, Netflix zu gucken oder so. Oder Amazon Prime oder was man noch so alles hat. Das Einzige, was ich nicht gucke, ist normales Fernsehen. Ach, wie lange lädt er denn? Spannend, der Balken. Ein wunderschöner Ladebalken. Wie er sich auch so langsam füllt. Ist so spannend. 100%, es kann losgehen. Nein, in 3, 2, 1. Dann spielen wir mal den Schutzengel. Ally Command reports a local checkpoint has incoming hostiles on approach. And inadequate forces to deal with incoming armor and mechs. Make contact with the on-site CO and prepare for incoming hostiles. Looks like we made it here just in time, Commander. Hostile forces just crossed the perimeter, Commander. They're heading your way. Confirm. Friendlies on approach. Good to have you saddled up and on our side, Commander. My people are tired and scared of what's coming for us. Let's do our best to keep them away from the complex and put an end to these attacks. It'd be much appreciated by all. Got another one. Na, hin da. Das schaffen wir. Ups. Voll daneben gezimmert. Natürlich ideal, um da Addition
Additional contacts just cross the perimeter, Commander. Expect company soon. Toll, von der anderen Seite jetzt oder was? Oh, Mac. Hätte aber klappen können. Außer Reichweite. Low Coast und da kommt gleich noch einer. Enemy eliminated. Volle Breitseite. Los, den müssen wir uns schnappen. Diese kleinen Scheißer. Schön auf den Kopf. Und den nächsten. Feuer frei. Ah, der sieht auf jeden Fall schon nicht mehr so gut aus, aber er kann noch laufen. Er brennt ja schon förmlich. Ist er wirklich tot? Okay. We're getting hammered here. You need to take these guys down. Target destroyed. Verstanden. So. Waren das alle? Es kam ja vorhin noch ein Panzer, oder? Eine andere Seite, der ist drin. Das ist jetzt schlimm, weil wenn ich da reingehe, mache ich alles kaputt. Er versteckt sich da auch hinter irgendwelchen Mauern. Jetzt fehlen mir Sprungbüsen. Könnte man hier schön abkürzen. Ah, er kommt uns entgegen, ist netter. Gut, wo sind die nächsten? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Ich habe noch Raketen. Meine schönen Laser, die warten auf Ziele. Recon reports additional forces entering the engagement area, Commander. Ja, von wo? Von vor uns. Das ist doch super. Target acquired. Immer gleich den hier vorne, ja. Nein, lauf mir nicht ins Feuer, du Idiot. Oh, den hat's voll zersäbelt. Da hinten ist noch einer. Alle Mann auf den. Oh, da kommen richtige Mechs. Das eine scheint ein großer zu sein, was auch immer es ist. Den nehme ich. Was ist das? Blackjack. Den ballern wir erstmal mal schön mit Raketen zu. Ja, tut mir leid, Mann. Alle Mann drauf da. Oh, er hat mich getroffen. Und er trifft mich weiterhin. Wir müssen uns mal ein bisschen bewegen. Geben ein gutes Ziel ab. Fuck, ja, kann ich auch nichts für. Deine Mutter, Alter. Ah, diese... Jetzt kommt dieser kleine Wichser noch dazu. Ups, jetzt habe ich da selbst was zerstört. Jetzt schön auf dem Rücken. Ah, ich muss mein Torso drehen. Jungs, ich könnte mal Hilfe gebrauchen, und Mädchen. Ich werde hier gerade zerpimmelt.
doch nicht, ey. Ich meine, den kleinen kann ich jetzt zerballern. So, jetzt hier den großen. Wunderbar, den will ich haben, den Blackjack. Und da noch diesen kleinen Low-Cost. Ziel im Visier. Ah, da spritzt das Plasma vor Freude. Was das auch immer ist. Geschmolzenes Eisen wahrscheinlich. Wunderbar. Well done, Commander. The area is secure. Na guck mal. Die Basis hat noch 83%. Das ist ein Witz, was da kaputt gegangen ist. Läuft doch. Hm, wir sind zuverlässig. War das letzte Mal auch schon oder sind wir schon wieder eine Stufe aufgestiegen? Dein Ruf in der inneren Sphäre wächst. Mögliche Auftragsgeber fordern deine Dienste an und neue Beschäftigungsmöglichkeiten sind auf der Sternkarte verfügbar geworden. Oh, vielen Dank. Schade, keinen neuen Mac für uns. Nehmen wir die Knifte mal mit hier. Laser kann man immer gut gebrauchen. Klein KS2, ach komm. Nehmen wir das hier. Ach, Wärmetauscher. Munition und gutes. Ich habe zwar. Ich bin ja ganz schön rot, aber nur 58.000. Geht. So. Wir müssen gleich mit der quatschen. Fällt gerade ein, sind aber alles nur Reparatur. Es muss nichts ersetzt werden, ne? Okay. Gut. Dann lass uns da mal vollquaken. Von der Rihanna. Heidi ho, wie geht's? Hallo, Commander. I've just received a transmission from Spears. I thought you should hear it firsthand. Rihanna, Commander. I think it's the honor. I've been trying to find out more information on Black Inferno as you requested. What I uncovered is quite intriguing. Based on several reports from regional governments, combined with my own intelligence sources, I've been able to track some of Inferno's movements. Those movements correspond very closely with areas of increased refugee displacement within the Inner Sphere. Now, I believe the two are connected. How they're connected or why, I don't know yet, but when I do, I'll be in touch. Interesting. I'm hoping we can use that confluence of events to help us track Inferno down. Make them pay for what they did. Right now, though, we need to keep earning money and increasing our combat strength if we hope to win that fight. If and when it finally comes. Yeah. Our newest contract appears to be the result of Inferno activity, just as Spears described. After an Inferno attack inside Marik territory, Marik refugees fled for their lives. Their only path of escape was across the border into Liao territory. House Liao is refusing the refugees free passage back to Marik space with the intent of destabilizing the contested border region. Not surprisingly, House Marik is incensed over the matter. All their diplomatic efforts have thus far been rebuffed. That's only exacerbated the situation. It's gotten to the point now that Marik have decided to take a Quatsch, die immer so viel. They want us to send a message. Stehst du auch den ganzen Tag und sagst nichts, ne? By assassinating the local governor. Hast du schon mal deine Waffe eingesetzt? Pretty sure that'll get their attention. The mission briefing has already. Ich hab dich doch schon häufiger gesehen, ne? Du stehst doch immer hier. Copy that. Oh,
Er hat was gesagt oder habe ich das gesagt? Nee, du hast nichts gesagt. Du kannst gar nicht reden, ne? Ja, wir werden die töten. Die haben meinen Papa getötet. Du scheinst auch sehr traurig zu sein. Soll ich dich kurz in den Arm nehmen? Nein? Gut. Dann suchen wir uns mal weitere Ziele oder Einkaufsmöglichkeiten. Ich will das Geld loswerden. Ich will einen neuen... Oh, was ist das denn? Gelegenheitsziel. Zeig mir mal das Gelegenheitsziel. Hier hinten am Arsch der Welt. Quest mit hohen Belohnungen. Ich bin dafür, wir springen erstmal zu LeBlanc oder wie man es aussprechen mag. Das ist ein weiter Weg. Dann, was ist das denn da überhaupt? Kriegsgebietauftrag. Das ist ein Kriegsgebietauftrag. Müssen ja eh in diese Richtung. Ich gucke erstmal aber mal an, was das ist. Setzen. Bis dahin sind ja eh alle. Wir haben gerade noch irgendwelche Knotenpunkte entdeckt. Wo sind denn die? Hier unten oder? Ach, das gibt. Wir haben auch hier ein Kriegsgebiet entdeckt. Aha. Was ist auch nur Verteidigung? Attentatauftrag. Aber was ist denn jetzt ein Kriegsgebietauftrag? Das will ich nochmal wissen. Vielleicht hatten wir das auch schon. Ich habe es hier vergessen. Die Frontlinie verstärken. Haut mich jetzt nicht um. Da will ich lieber hier einen Überfallauftrag machen. Überfall ist lustig. Speerspitze. Klingt auch interessant. Einsatz des Abschirrdienstes. So, bei der Vernichtung unseres Feindes geht es nicht nur um die Dezimierung des Feindes. Manchmal muss ihre Infrastruktur und die Organisation genauso hart getroffen werden. Wir haben mehrere wichtige Ziele auf LeBlanc und LeBlanc oder was auch immer. LeBlanc? Egal, es ist ein Ziel, wir müssen es zerstören. So, wir brauchen eh Geld. Alle Max einsatzbereit und Attacke. Ja, ihr wisst, ich hätte gerne noch einen zweiten mittelschweren. Von mir aus noch einen zweiten Centurio oder so für meine anderen Kollegen hier. Dass er vorhin langsam war, das war gar nicht verkehrt. Dann konnte er nämlich die Flugziele abschießen. Und wir drei haben dann halt die Max erledigt. So hatte jeder zu tun. Ein Vorteil ist an so einem langen Ladebalken, man kann zwischendurch mal ein, zwei Schlücke Cappuccino trinken. Oder Kaffee. Du wolltest auch ein? Oh, shame. Ich hab vergessen, meiner Herzdame ein Capo zu machen. Willst du meinen Rest austrinken? Ich hab noch eine halbe Tasse. Nein? Okay, ich habe nur angeboten. Sorry, ich mache dir später ein, wenn ich hier fertig bin, ja? Bitte nicht disliken. Bitte lasst ein Like da. Ich mache den Cappuccino noch für Mathilde. Reactor online. Yeah. Sensors online. Weapons online. Maximale Zerstörung online. We've been hired to
execute an objective raid. Our intel places these objectives at various locations in this area. Head towards the areas marked on the map to locate the individual targets. Watch for enemy patrols in the area. Wenn die uns nicht mal irgendwie... Kann man nicht mal so einen Überraschungsangriff durchführen? Haben wir bestimmt schon wieder überall irgendwelche Wachtürme, whatever. Ne, ist unserer. Wenn wir hier fertig sind, da könnt ihr die ganzen Bäume nehmen und zerhacken, ey. Wir zerstören Mutter Natur, das wollte ich natürlich nicht. Was? Wo wird gekillt? Eine Begrüßungsrakete. Ja, geht doch. Dann nimmst du noch eine. Jetzt geh doch mal sterben, du Scheiße. Alter, der ist ja so wendig mit seinem Panzer. Wow. Was schießt der denn, Alter? Was ist das für ein Panzer? Good work, Commander. That's one less target. Schön zerstören. Abrissunternehmen. Heinrich. Zack. Ah, feindlicher Mech, feindlicher Mech. Ob man diese Transporter auch runterholen kann? Was haben wir denn? In Jena. War ja frei. War die für mich? Alter, Jena, du, bleib mal hier. Schön auf den Schädel. So, Flugeinheiten zerstört. Vielen Dank, Jungs und Mädels. Vielen Dank auch dafür. Zu mir. Auf zum nächsten Ziel. Auf unsere friedvolle Mission. Gehen wir mal über den Hügel. Vögel müssen auch wegfliegen. Wir zerstören hier bestimmt massig Nester nebenbei. Eigentlich könnte man doch so zum Schluss, wenn wir hier fertig sind mit der Map, irgend so einen Frachter runterschicken, der kann die ganzen umgekippten Bäume erstmal mitnehmen. Holz kann man bestimmt auch in der Zukunft gebrauchen. Mein Stäbchen werden bestimmt auch in der Zukunft benötigt. Ja? Geht's hier runter? Ah, das ist natürlich jetzt bescheiden. Halt, stopp. Ja, danke. Nee, das ist eine scheiß Idee von hier oben. Sowas von eine scheiß Idee, weg hier. Da sind schon ein, zwei Leute unten. Der Urban-Typ, der ist einfach eine Schnecke. Der verpennt den ganzen Krieg, ey. Das ist der erste, der ausgetauscht werden muss.
Immer sterben, geht doch. Target acquired. Target destroyed. Hammer. Target neutralized. That was a great showing, Commander. Our benefactor will be pleased with our success. Das war's schon? Now get back to the dropship, ASAP. I got it! Leicht verdientes Geld, sage ich nur. Leicht verdientes Geld. Oder auch nicht, da sind noch ein paar. Target acquired. Ist hier Bonusgeld? Gibt's nicht. Tango down! Destroyed. Target destroyed. Oh, die Halle ist nochmal kaputt. Noch einer. Ja, den nehmen wir noch mit. Oder auch nicht. Hab das schon. Jetzt reicht's, komm. Stand by for pickup, Commander. Jawohl. Wie geht das hier überhaupt mit dem Pickup? Wie landen die nicht komplett? Ja, die müssen auch wieder landen, oder nicht? Ja, komm, das war jetzt hier. Scheiße. Zu wenig Schrottanteile, aber ich glaube, das ist auch ein leichter gewesen. Was ist denn ein PKK? Und weiter. Leichte Schäden, passt. Hier brauchen wir nicht reparieren, jawohl. Gehen wir langsam auf den Sack, der Kleine. So. Sternkarte. Es ist ja eigentlich hier in der Ecke, ne? Aber ich hatte schon mal so eine Mission mit zwei hohen Quests. Das sind dann halt zwei Missionen hintereinander. Und da hätte ich jetzt gern nochmal einen besseren Mech. Also ganz ehrlich. Die könnte richtig interessant sein, die Mission. Fliegen wir mal nach Paris. Ich war noch nie in Paris. Wart ihr in Paris? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich war noch nicht in Paris. Dann fliegen wir einfach mal hin. Ja, Paris sieht jetzt nicht so hammer aus. Gibt ja kaum Landmasse auf dem Planeten. Auch da ist eine kleine Insel. Da sind noch ein paar kleine Inseln. Haben wir hier einen Markt? Was ist denn ein Griffin, Alter? Der sieht ja cool aus. Er hat ein PPK. Ich weiß immer noch nicht, was das mit der Waffe auf sich hat. Und ein das ist aber ein bisschen wenig hier. Kann man da nicht mehr einbauen? Dreh dich nochmal bitte um. Ach, hier ist es unser Feind hier. Kurita, Haus Kurita. Müssen wir 15% Aufschlag zahlen. Diese kleinen Wichseiersche. Aber der sieht nach Spaß aus. Der sieht echt nach Spaß aus. Der könnte aber hier auch ein bisschen mehr Laser haben. Für meinen Geschmack. Dann haben wir noch einen Phoenix Hawk. Da fehlt noch ein Ärmchen. Ah, das habe ich ja schon mal, den haben wir schon mal gesehen. Das sieht aus, als ob der eine Pistole quasi da drin hat. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Der hat aber mehr Laser. Der hat nur Laser. Ach komm, den Griffin holen wir uns hier. Das sieht irgendwie cool aus. Hat seitlichen Schutz für den Kopf. Das Cockpit sieht ganz interessant aus. Die Raketen, das sind natürlich... Den kaufen wir. Eingetütet. Wie viel kostet du? 3,7. Ja, wir müssen erstmal Geld in den anderen stecken. In den anderen Mac. Den Griffin. Will ich aber auch selber spielen, glaube ich. Der hat 55 Tonnen. Der andere, der Centurio, 50. Aber ich finde beim Centurio... Na gut, wir haben ja nur auch zwei Waffen, ne? Einmal die Raketen.
Ah doch, hier im mittleren Laser haben wir. Kann ich mal... Naja. Also als erstes müssen wir den lackieren. Oh ja, Tarnmuster. Fällt mir eigentlich auch schon so von der Farbgebung her. Ne, das sieht Kasper-mäßig aus. Das ist Kasper-mäßig hoch 3. Ja, Villa Kunterbund brauchen wir auch nicht. Habe ich was mit Sherman? Passt, ich weiß noch nicht, wie das mit diesen Sherman in dieses Spiel passt. Das passt eigentlich komplett nicht, aber Sherman ist ja, glaube ich, ein amerikanischer Panzer. Die Briten hatten den, glaube ich, auch. Da hieß er bloß die Sherman, glaube ich. Das ist ein Virus. Der sieht scheiße aus. Waltan. Ah, komm, nimm mal Waltan. Sieht aus wie von der Bundeswehr, so ähnlich. Immer angekauft. Hammer. Genau, dann einmal Ausstattung. Partikelprojektionskanone, die hochenergetische Ionenblitze abfeuert. Erzeugt ein kurzes Störfeld innerhalb von 90 Metern des Aufpralls. Reichweite 920. Hört sich hier schon mal schick an. Und das sind einfach Raketen. Mehr ist da nicht. Mehr haben wir nicht. Mehr gibt es nicht. Er hat Sprungdrüsen. Ja, komm, die lasse ich mal drin. Wir reparieren den erstmal und gucken, ob wir den später ummotzen. Reparieren wir nochmal. So, Sternkarte. Dann fliegen wir doch schon mal ins nächste Kriegsgebiet. Operation mit mehreren Missionen. Ja, hier ist unsere auch eine Quest mit zwei Belohnungen. Die kam aber später. Also ich würde sagen, das ist ja unsere Hauptquest. Fliegen wir erstmal hier hin. Das Zerstörung. Zerstörung hatten wir ja schon. Überfall hatten wir auch schon gerade eben. Attentat könnte mal auch lustig sein. Aber ich hätte gerne diese. Wir machen die Mission. Allein das Hinfliegen kostet schon 150.000. Kurs setzen. Ach, Kacke. Die sind auch Missionen dabei von dem Haus, in dem wir quasi eher feindlich gesinnt sind. Dann müssen wir leider die Zuflucht oder Trümmer spielen. Zwei Missionen, das wird hart werden. So, dann würde ich erstmal sagen, wir müssen die Max umrüsten. Ich will einen Griffin haben. Starten wir jetzt noch die zwei Missionen. Das machen wir später. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ich muss jetzt erstmal einen Cappuccino machen für die Mathilde. Also, reingehauen. Ciao.